Heute melde ich mich mit einem ganz exotischen und brisanten Thema. Viele von euch werden es schon mitbekommen haben, dass im Königreich Tonga ein Vulkan ausgebrochen ist. Der Ausbruch selbst hat recht wenig mit Raumfahrt zu tun, aber dank den Satellitenbildern im Orbit haben wir unglaubliche Bilder davon bekommen. Diese Satellitenbilder, aber auch Bilder von Wissenschaftlern und Amateurfilmern und die unmittelbaren Auswirkungen dieses Vulkanausbruchs möchte ich mir heute gerne mit euch näher ansehen. Wenn du hier auf Marschroniken etwas lernst, dann freue ich mich über ein Abo, damit wir dem YouTube-Algorithmus zeigen, dass Raumfahrt für alle ist. Ich habe auch Kanalmitgliedschaften und Patreon, alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Ein Like und ein Abo sind auf jeden Fall kostenlos und helfen sehr. Danke dir! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Marschroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Der Vulkan bzw. die Insel, die der Vulkan über die letzten Jahre gebildet hat, heißt Hunga Tonga Hunga Haapai. Ich hoffe, die Aussprache war halbwegs akzeptabel. Die Insel gehört zum Königreich Tonga und ist zum Glück unbewohnt. Nicht zuletzt auch, weil sie unbewohnbar ist. Tonga liegt im Südpazifik, nördlich von Neuseeland, südlich von Samoa und zwischen Fidschi und Französisch-Polynesien. Also genau dort, wo die Subduktion der pazifischen tektonischen Platte durch die australische Platte stattfindet. Dazu gleich mehr. Die Eruption des Vulkans kam nicht ganz unerwartet. Der Vulkan ist seit Jahren aktiv. Ganz besonders in den letzten Wochen. Mehrmals spuckte der Vulkan Asche und Gestein aus. Das veranlasste auch einige Wissenschaftler dazu, sich in diese Region zu begeben und die Aktivitäten zu untersuchen und zu dokumentieren. So hat die Insel auf Google Maps vor dem Beginn der intensiven Aktivitäten ausgeschaut. Nach den ersten Ausbrüchen beruhigte sich alles für kurze Zeit, sodass man diese Aufnahme machen konnte. Hier ist zu sehen, dass die Mitte der Insel einfach verschwunden ist. Was über der Meeresoberfläche sichtbar ist, ist in Wahrheit Teil einer viel größeren unterirdischen Caldera. In den vergangenen Jahren hatte der Vulkan immer mehr Gestein und Asche ausgespuckt, sodass zuerst diese zwei Inseln entstehen konnten, die auch zuletzt noch erkennbar waren. Seit der Eruption am 15. Januar sieht man aus dem All nur noch die Staub- und Gaswolke. Aber die Bilder, die uns zur Verfügung stehen, sind auch schon unglaublich. Der Ausbruch fand morgens statt. Daher wirft die Aschewolke besonders dramatische Schatten. Die Wucht der Explosion schleuderte massenhaft vulkanische Asche, Gestein, Wasser und andere Gase kilometerhoch in die Atmosphäre. Auf einer Insel 65 Kilometer vom Vulkan entfernt wurde die Druckwelle auf Handyvideos festgehalten. Da bekommt man ein Gefühl dafür, was für Kräfte hier im Spiel sind. Das in Finnland ansässige Unternehmen Viasala meldete 5.000 bis 6.000 Blitze pro Minute. Das entspricht 100 Ereignissen pro Sekunde. Das ist unglaublich, sagt ihr Meteorologe Chris Wagaski. Dann, am 15. Januar 2022, wurde die Atmosphäre durch eine Schockwelle quasi weggesprengt. Hier wurden teilweise bis zu 200.000 Blitze pro Stunde registriert. Wichtig ist mal zu wissen, dass diese Blitze eine reale Gefahr für die Menschen in der Region darstellen. Diese Blitze entstehen für gewöhnlich, wenn die heißen Aschepartikel in den höheren und kälteren Schichten der Atmosphäre mit Eiskristallen reagieren und sich somit entladen. Und was man auch wissen sollte, ist, dass Meerwasser in dieser Mischung mehr Wumms bedeutet. Wenn sich Magma mit einem flachen Gewässer vermischt, wird das eingeschlossene Wasser stark erhitzt und verdampft, wodurch das Magma in Millionen winziger Stücke gesprengt wird. Je reichlicher und je feiner die Partikel sind, desto mehr Blitze erzeugen sie. Die Hitze des Ausbruchs transportiert auch leicht Wasserdampf in die kälteren, höheren Schichten der Atmosphäre, wo er zu Eis wird, sagt Corrado Chimarelli, ein experimenteller Vulkanologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das liefert viele zusätzliche Partikel, mit denen die Asche kollidieren und Strom erzeugen kann. Zurück zu der Schockwelle. Diese breitete sich beinahe mit Schallgeschwindigkeit radial aus und war im 2000 Kilometer entfernten Neuseeland zu hören. Da machte die Schockwelle aber nicht Halt. Sie erreichte auch sehr bald Europa auf der anderen Seite der Erde. Wetterstationen auf der ganzen Welt konnten den Unterschied im Luftdruck messen. Auch mit dem freien Auge aus dem All war die Schockwelle zu sehen. Nach der Eruption verschwand Nuku'alofa, die Hauptstadt der Tonga-Inseln, unter der Aschewolke.
Seither gibt es dort kein Internet mehr. Deswegen ist es auch schwierig, mit der Region zu kommunizieren. Innerhalb von Minuten bedeckte die Aschewolke eine Fläche, mehr oder weniger so groß wie Deutschland. Der Ausbruch verursachte auch ein Erdbeben, welches im gesamten Pazifikraum, darunter auch in Mexiko, den USA, in Japan, Neuseeland und vielen Inseln Tsunamis mit einer Höhe von bis zu einem Meter auslöste. Das klingt vielleicht nicht viel, aber wenn deine Stadt überflutet wird, dann schmerzt jeder Millimeter. Zum Glück wurde bisher niemand ernsthaft verletzt, aber es erreicht uns auch nichts mehr aus der Region. Daher schwer zu sagen. Dank der Infrastruktur im Weltraum können wir die Situation recht gut im Auge behalten. Aber das nützt nichts, wenn wir nicht helfen können. Hoffentlich bleiben die Meldungen zu Verletzten weiterhin aus und die internationale Gemeinschaft hilft sich gegenseitig. Unstreitig dürfte jedoch sein, dass dieser Vulkanausbruch tatsächlich katastrophale Auswirkungen auf die Region haben wird. Allein der Ascheregen, der nun über mehrere Tage und vielleicht sogar Wochen auf die Inseln herabregnen wird, stellt eine große Belastung für die Menschen dort dar. Mit Asche meine ich nicht nur die weiche, fluffige Asche vom Griller, sondern auch gewaltige glühende Gesteinsbrocken, die herunterstürzen können. Um euch ein wenig zu verdeutlichen, was genau zu diesem Ausbruch geführt hat, machen wir einen kurzen Ausflug in die spannende Welt der Geologie. Weltweit gibt es etwa 1500 aktive Vulkane verschiedenster Art. Ich habe ja zu Beginn die Subduktion erwähnt. Bei diesem Vorgang schiebt sich die pazifische Platte in diesem Fall unter die australische Platte. Wenn die Platte in die superheißen Felsen des Erdmantels hinabsteigt, wird das Wasser darin aufgeheizt und steigt in den darüber liegenden Mantel auf. Das Hinzufügen von Wasser zu diesen Steinen bewirkt, dass sie leichter schmelzen. Dadurch entsteht viel Magma, das dazu neigt, klebrig und mit Gas gefüllt zu sein. Ein starkes Rezept für explosive Eruptionen. Das über dem Meeresspiegel liegende Land ist nur ein kleiner Teil des Kraters. Insgesamt beträgt der Durchmesser der sogenannten Caldera etwa 5 Kilometer. Dieser wiederum ist Teil eines 20 Kilometer breiten Vulkans. Seit 1912 werden Ausbrüche beobachtet. Dabei tauchte der Gipfel immer wieder aus dem Wasser heraus und erodierte wieder weg. Nach dem Ausbruch 2014-15 beruhigte und stabilisierte sich die Insel, sodass sich eine Fülle an Pflanzen und die Schleiereule dort ansiedelten. Laut Sam Mitchell war die erhöhte Aktivität der Wochen seit Mitte Dezember 2021 nichts Ungewöhnliches, zumal die Aktivität gegen Ende des Jahres abnahm. Also nichts Ungewöhnliches für einen Unterwasservulkan. Seither war die Insel um etwa 50% gewachsen. In dieser ganzen Angelegenheit hat sich unter anderem auch der japanische Wettersatellit Himawari als besonders nützlich erwiesen. Hier ist der subtropische Sturm Cody zu sehen, bevor Hunga Tonga ausbricht und seine Schockwelle durch den Sturm schießt. Weder das eine noch das andere Naturphänomen lassen sich voneinander beeinflussen. Zwei Fragen, die unbeantwortet bleiben, sind: erstens, wie geht es den 100.000 Einwohnern von Tonga? Hoffentlich bekommen wir bald gute Nachrichten. Und die zweite, fast schon wichtigere Frage ist, ob es das nun war oder ob es erst der Anfang war. Ich wünsche allen Betroffenen das Beste, aber an dieser Stelle auch einen Aufruf an die Menschheit, hier hinzusehen und zu helfen. Jeder natürlich, wie er oder sie kann. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und per aspera ad astra.